Ein Investor möchte den Betrag von 15.000 über 3 Jahre anlegen und wir haben die wechselnde Zinssätze von 6, 5 und 4%. Dazu können wir uns ja gleich mal eine Skizze machen. 1, 2 und 3, 6%, 5%, 4%. Heute legen wir 15.000 an. Über welchen Betrag kann er nach 3 Jahren verfügen, wenn er zwischendurch keine Beträge abhebt? Ich denke, das ist sehr leicht. Würden Sie also das Endbetrag, nehmen wir das mal K3, berechnen, indem Sie den Anfangsbetrag 15.000 jetzt 1 Jahr mit 6% aufzinsen. Aufzinsen, hat mir gesagt, das Multiplizieren mit 1 plus Zinssatz wäre mal 1,06 hoch 1 für das eine Jahr. Braucht man nicht hinschreiben. Diesen Anlagebetrag oder diesen Betrag legen Sie wieder an für 5% ein Jahr, multiplizieren Sie mit 1,05, also ein Jahr mit 5% aufzinsen und dann noch ein Jahr mit 4% aufzinsen, multiplizieren mit 1,04. Kommt heraus 17.362,8, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Da passen Sie aber auf. Ja, B ist jetzt die Frage, welchen konstanten Betrag könnte er jährlich abheben, wenn nach 3 Jahren das Guthaben aufgezehrt sein soll. Können wir uns auch noch mal eine kleine Skizze gönnen. Heute haben wir Zeitpunkt 0, dann wollen wir 15.000 anlegen. Zum Zeitpunkt 1, eigentlich sind die Vorzeichen ja jetzt hier andersrum. Ne? Müsste ich eigentlich hier jetzt ein Plus, ja, aus Sicht meines Portemonnaies ist es ein Minus. Ja, nach einem Jahr gönne ich mir in mein Portemonnaie eine Zahlung von A. Nach 2 Jahren auch eine Zahlung von A und nach 3 Jahren wieder eine Zahlung von A. Die Zinssätze sind wieder wechselnd, 6%, 5%, 4%. Ich weiß nicht, wie groß diese Zahlung A ist, aber sie soll gleich groß sein. Bedeutet, ich könnte mir überlegen, was muss ich heute für dieses A, was ich zum Zeitpunkt 1 abheben möchte, anlegen. Und dazu würde ich dieses A ein Jahr abzinsen mit 6%. Ich müsste also heute den Betrag A durch 1,06 anlegen, damit ich zum Zeitpunkt 1 A abheben kann. Die gleiche Überlegung könnten wir für die anderen beiden A's treffen. Das A zum Zeitpunkt 2 müsste ich, dafür müsste ich heute anlegen, A durch 1,05 mal 1,06. Weil ich es ein Jahr mit 5 und ein Jahr mit 6% abzinsen muss. Oder im Umkehrschluss, wenn ich heute A durch 1,05 mal 1,06 anlege und dann ein Jahr mit 5 und ein Jahr mit 6% aufzinse, kommt wieder A heraus. Ja. Haben wir noch unser drittes A. No, jetzt wissen wir ja, wie es funktioniert. Das müssten wir eben, dafür müssten wir heute den Betrag A durch 1,04 durch 1,05 durch 1,06 anlegen. Das sind also die drei Anlagebeträge in T gleich 0, damit ich zu den Zeitpunkten 1, 2, 3 jeweils den Betrag A auch abheben kann. Und wenn ich das jetzt mir so gedanklich vorstelle, dann müssen ja alle drei Anlagebeträge gerade diese 15.000 ausmachen, die ich tatsächlich anlege. Also die müssen darin enthalten sein. Ja, mit dieser Idee haben wir eigentlich unser A schon fast ausgerechnet. Der Rest ist jetzt bloß Umformung. Wir könnten auf der rechten Seite A ausklammern. Und würden dann die 15.000 durch den Klammerausdruck teilen.
ist noch die Frage, was kommt da raus? Bei mir kommt jetzt hier 5543,68 raus. Würde ich Sie aber auch bitten, mitzurechnen, damit wir hier das dann auch so stehen lassen können.